Hallo und herzlich willkommen zu Folge 4 von meinem Solo-Abenteuer in Karasan. Wir wenden uns dem letzten Boss im Salon zu, das ist das altbekannte Schach-Event. Oh, Medivh hat wieder einmal die Schachfigur nicht weggeräumt. Das könnte schwierig werden. Das Schach-Event ist mit Sicherheit eine der interessanteren Begegnungen in diesem Solo-Abenteuer, hat es doch die größten Abweichungen von den üblichen Mechaniken in Hearthstone. Wir haben hier wieder ein vorgefertigtes Deck aus den folgenden 5 Schachfiguren zur Verfügung, die sich zum Teil sehr deutlich von der Mechanik der üblichen Diener in Hearthstone unterscheiden. Die oberen 3 sind für den Angriff gedacht, der Bauer, der Turm und die Dame. Diese 3 Diener haben einen automatischen Angriff, der am Ende unseres Zuges aktiv wird, mit dem sie dann alle Diener angreifen, die ihnen auf dem Feld gegenüberstehen. Stehen sie zwischen 2 gegnerischen Dienern, werden beide angegriffen. Steht ihnen kein Gegner gegenüber, geht der Angriff auf die gegnerischen Lebenspunkte. Der Läufer ist der Heiler in dieser Partie und heilt am Ende des Zuges die beiden neben ihm liegenden Schachfiguren um 2 Lebenspunkte. Und zuletzt der Springer, das ist unser Diener für Angriffe auf die Flanken. Er kann als einziger Diener, wie normale Diener sonst auch, angreifen, hat sogar Ansturm, kann aber dafür den gegnerischen Helden nicht angreifen. Mit dem können wir daher nur die gegnerischen Schachfiguren aus dem Weg räumen. Unsere Heldenfähigkeit zu guter Letzt erlaubt es uns, für 2 Mana eine Schachfigur zu entdecken, also eine ganz klassische Entdeckungsmechanik. Die automatische Angriffsmechanik lässt es schon vermuten, in diesem Kampf dreht sich alles um die korrekte Platzierung der Diener auf dem Feld. Wir sollten auf der einen Seite gucken, dass wir immer den Doppelangriff verwenden können, das heißt, dass unsere Diener zwischen 2 gegnerischen Dienern stehen. Auf der anderen Seite müssen wir gucken, dass wir unseren Läufer zum Heilen richtig platzieren. Wir sollten außerdem gucken, dass wir es schaffen, Diener auf die äußeren Seiten des Feldes zu bekommen, damit sie an den gegnerischen Dienern vorbeischießen und die gegnerischen Lebenspunkte treffen können. Und das alles unter Berücksichtigung der gegnerischen Heldenfähigkeit, die es nämlich erlaubt, für 2 Mana den Diener, der sich ganz links auf unserer Seite des Spielfeldes befindet, zu vernichten. Das heißt, wir sollten logischerweise gucken, dass wir dort einen möglichst entbehrlichen Diener stehen haben, zum Beispiel einen Bauern, und nicht gerade unsere Dame, die ja den meisten Angriff hat. Insofern ergeben sich folgende Tipps für die Platzierung der Spielfiguren: schwache Spielfiguren nach links platzieren, damit sie von der gegnerischen Heldenfähigkeit getroffen werden, die Dame entweder ganz nach rechts oder in die Mitte, um durch einen Doppelangriff den Weg freizuräumen, den Läufer zur Heilung so platzieren, dass er unsere schwächsten Schachfiguren wieder hochheilt. Und das Ganze dabei möglichst immer so platzieren, dass wir den Doppelangriff so oft wie nur irgend möglich nutzen können. Hier gibt's jetzt noch einen Clip, mein erster Sieg über das Schachevent, und damit hätten wir dann den ersten Flügel erledigt und dann gucken wir uns die ersten beiden Klassenherausforderungen an. Ich sage an dieser Stelle danke fürs Zusehen, viel Spaß beim jetzt folgenden Clip und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Der weiße König gegen den schwarzen König. Ihr könnt nicht vorbei. En garde. Okay, 2 Bauern ist nicht schlecht. Das heißt, wir hätten zumindest schon mal ein bisschen was für den Anfang. Da kommt noch ein Läufer dazu, ist auch okay. Und noch ein Bauer. Ist okay insofern, dass mir sonst relativ leicht gerade am Anfang die Figuren ausgehen können. Und je nachdem, was er so hat, wenn er es dann schafft, mehr Figuren aufs Feld zu bringen als ich, ist das schon relativ doof. Jetzt kann er hier natürlich mit beiden meinen Bauern angreifen, aber ist noch zu verkraften. Ich kann jetzt 2 Bauern aufs Spielfeld bringen und damit dann habe ich wieder die Möglichkeit, einen Doppelangriff zu machen, weil der mittlere Bauer die beiden gegnerischen trifft. Das sieht hier nach dem Kampf der Bauern aus. Auch er hat leider wieder den Doppelangriff geschafft. Insofern die richtige Stellung ist der Schlüssel, werden wir hier jetzt dann möglichst oft Doppelangriffe auszuführen. Ich denke, es hilft uns mehr, wenn wir noch 2 Bauern mehr platzieren, als jetzt den einen Läufer zum Heilen. Insofern machen wir das so. Das verursacht nämlich insgesamt gesehen relativ viel Schaden an den gegnerischen Figuren. Mit dem Erfolg, dass wir sie vermutlich relativ bald loswerden. Bis auf die 2 da, die jetzt geheilt werden. Noch halten unsere durch. Ein weiterer Bauer. Den platzieren wir jetzt mal
dort und dann den Läufer zum Heilen. Daneben unseren am schlimmsten getroffenen Bauern. Dann wird er nämlich wieder auf 3 Leben hochgeheilt. Das heißt, er hält ein bisschen länger durch. Und wir haben sogar die Möglichkeit, noch ein bisschen Schaden an den gegnerischen Lebenspunkten anzurichten, weil unsere äußeren Bauern freistanden. So, jetzt sind beide Seiten voll. Er benutzt seine Heldenfähigkeit und zerstört unseren Bauer. Das ist insofern kein allzu großer Verlust, da er eh schon ziemlich geschwächt war. Allerdings ist unsere Hand leer und wir bekommen einen Turm und können entdecken. Wir nehmen mal den Springer, der nutzt uns demnächst auch. Wir platzieren den Turm jetzt mal in der Mitte. Da kann er nämlich den gegnerischen Läufer attackieren und damit seine Heilungen ein bisschen einstellen. Wir haben jetzt zwar leider keine Doppelangriffe mehr, aber dafür haben wir jetzt zumindest mal da was vernichtet. Zweiter Läufer. Und unser Läufer geht drauf, das ist insofern zu verkraften, als dass der Bauer, neben dem er stand, ja sowieso noch volles Leben hatte. So, die gegnerische Angriffsrunde ist fertig. Es hat keine Doppelangriffe gegeben. Wir entdecken weiter. Und nehmen den Turm, den wir jetzt wieder in der Mitte platzieren, damit er möglichst viel Schaden an den gegnerischen Figuren anrichtet. So, die sind jetzt alle schön geschwächt. Er spielt einen Springer aus. Das war's für unsere 2 Figuren. Kein Doppelangriff beim Gegner. Aber er trifft unsere Lebenspunkte. Das ist jetzt nicht so schön. Und wir bekommen hier im Moment nur Springer. Das heißt, wir sollten mal so langsam was anderes nehmen. Wir nehmen mal die Dame. Die können wir dann gleich gut gebrauchen, um ein bisschen Schaden anzurichten. Derweil nutzen wir mal den Springer und räumen da ein bisschen auf. Und jetzt, nachdem wir wieder Doppelangriffe machen, sollte das gegnerische Board doch ordentlich leer räumen. Spielt auch einen Springer. Nee, zu verkraften. Schade darum. Aber immerhin gibt es keine Doppelangriffe von unseren Gegnern. Momentan würde ich sagen, ist die Sache noch einigermaßen ausgeglichen. Wir spielen mal den Springer. Der Dame warten wir noch. Und den Springer. Dann können wir nämlich mit unseren Springern hier jetzt mal so die gegnerische Seite ordentlich aufräumen, sodass dann von unseren regulären Schachfiguren mehr Angriffe auf die Lebenspunkte gehen können. Wobei er seine Seite schon wieder ganz ordentlich ausgebaut hat. Okay, nach wie vor wären es Doppelangriffe. Die Dame sollten wir in die Mitte packen, damit möglichst viel Schaden an den Figuren angerichtet wird und der Weg freigeräumt wird. Allerdings machen wir zuerst mal mit unseren Springern ein bisschen Vorarbeit. Wir schwächen die gegnerischen Figuren, sodass wir dann etwas leichteres Spiel haben. Außerdem wird damit unsere Spielfeldseite wieder leer und wir können mehr von unseren Autoangriff-Figuren platzieren, sodass dann hier der Autoangriff den Rest des Boards cleart. Und nachdem er jetzt keine Karte mehr auf der Hand hat, ist er jetzt auf Top-Ticking angewiesen. Und natürlich kann er seine Heldenfähigkeit benutzen. Insofern platzieren wir jetzt mal hier einen Läufer ganz links, damit der den Angriff der Heldenfähigkeit blockiert. Während wir die Dame ganz rechts platziert haben, damit deren Angriff auf die gegnerischen Lebenspunkte geht. Das war's für unseren Läufer, aber das war zu erwarten. Da kommt schon ein neuer. Das ist allerdings momentan nicht das, was wir wollen. Wir entdecken mal einen Springer. Und den platzieren wir ganz links, damit der drauf geht. Der kann dann die gegnerischen Figuren ein wenig schwächen, sodass dann die Angriffe hier plus die Heilungen den Rest machen und der Angriff unserer Dame wieder auf die Lebenspunkte geht. So, der gegnerische König ist runter auf 9. Das war's für unseren Springer. Allerdings haben wir nach wie vor genügend Figuren, die die Lebenspunkte angreifen können. Wir platzieren diesen Bauer ganz links, damit der das nächste Ziel der Heldenfähigkeit wird. Denn um unsere Dame wäre es ein bisschen mehr schade. Außerdem lassen wir jetzt den Rest die Lebenspunkte angreifen. Und damit ist es dann auch erledigt. Als Belohnung für den Sieg gibt es für die Paladine den Elfenbeinspringer.
Und für die Krieger gibt es an dieser Stelle die Karte Beschützt den König. Außerdem war das ein Flügelende, das heißt, die Belohnungskiste öffnet sich. Und wir bekommen außerdem den Arkanschmied, die vermummte Jägerin und natürlich auch eine legendäre Karte, nämlich Morose. Außerdem werden die Klassenherausforderungen für Schamane und Priester freigeschaltet. Damit hätten wir den Salon erledigt. Weiter geht's demnächst im Theater.